Die Bewohner meiner Modellbahnstadt wollen ebenso mit Modellbahnen versorgt werden. Zu diesem Zweck habe ich eine Fabrik eingerichtet. Schaut zu, wie ich das gemacht habe. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, auf einer DDR-Anlage wie meiner darf natürlich das Thema Arbeit und Industrie nicht fehlen. Wirft man einen gezielten Blick auf das Thema Modelleisenbahn und Modellbau, wird man staunen, wo überall in der DDR produziert wurde. In riesigen Werken wie dem VEB Pico in Sonneberg, aber auch in recht kleinen Betrieben wie der Produktionsgenossenschaft des Handwerks Eisenbahnmodellbau Plauen wurden die heiß begehrten Bahnen für die kaufwütigen Modellbahnfreunde der DDR produziert. Den Bürgerinnen und Bürgern meiner Modellbaustadt Lichtenberg wollte ich das Modellbahnvergnügen nicht vorenthalten und zu diesem Zwecke habe ich eine kleine Fabrik am Güterbahnhof eingerichtet. Das Gebäude hat dabei kein reales Vorbild, sondern entspringt meiner Fantasie, könnte aber so oder so ähnlich irgendwo in der DDR gestanden haben. Das Ganze habe ich zunächst auf Papier vorgezeichnet, dann auf dünne Pappe übertragen und danach habe ich die einzelnen Teile ausgeschnitten. Und nachdem das erfolgt ist, habe ich das Ganze mit Acrylfarbe erst einmal tupfend bestrichen, so dass das Ganze an Rauputz erinnert. Das wird später noch einmal wichtig. Also hier habe ich recht dick aufgetragen, damit der Effekt, die Struktur sich dann gut einstellt. Das Ganze ist hier beschleunigt dargestellt. Später werde ich das Ganze noch weißen und etwas grauen. So sieht das Ganze jetzt zunächst aus in der grauen Form. Das habe ich abtrocknen lassen. Muss man aufpassen, dass es nicht zu stark wellt. Und dann habe ich mich um die Fenster gekümmert. Ich habe hier ein Etikettenpapier aufgeklebt auf ein altes Stück Plaste, was ich gefunden habe, Klarsichtfolie. Und dann habe ich das Ganze vorgezeichnet, also das als Schablone aufgelegt. Und dann mit dem Skalpell eingeritzt, damit ich die Grundlage, den Rahmen habe und davon abgehend dann ein kleines Stückchen weiter hinein. Und das Ganze hat den Rahmen dargestellt. Der Vorteil an dieser Methode ist, dass ich das Ganze dann, nachdem ich das eingeritzt habe, recht gut abziehen kann. Hier nehme ich ein Hölzchen, drücke das Ganze etwas nach oben und habe das letztendlich dann mit einer Pinzette abgezogen oder eben auch hier mit den Fingernägeln, beides geht. Der Effekt ist wirklich verblüffend. Der Fensterrahmen, der sich hier einstellt, den man hier auf diese Art und Weise herstellen kann, ist wirklich überzeugend. Jetzt ein großer Schritt nach vorne. Ich habe das Ganze jetzt zusammengeklebt, habe auch die Fenster schon eingeklebt und werde jetzt hier unten diese Fensterbänke einfach designen. Da habe ich zunächst wieder ein Stückchen Pappe genommen, das habe ich dann mit Wasserfarben bemalt. In Rot habe ich es vorher etwas eingedrückt, um die einzelnen Steine anzudeuten und habe dann die Steine, einige sind ja etwas dunkler gebrannt, hier mit einer dunkleren Farbe angedeutet und letztendlich dieses Stück Pappe mit Sekundenkleber aufgeklebt. Ganz einfach, das habe ich bei jeder Fensterbank gemacht und der Effekt, der sich hier einstellt, ist meiner Meinung nach sehr überzeugend. Das Dach der Fabrik sollte maßgeblich gestaltet sein durch diese Dachpappen. Dazu habe ich ein recht feines Stück Schmirgelpapier genommen, habe es dann mit einer alten Schere geschnitten in längliche Bahnen, habe diese mit Kleber festgeklebt, leicht überlappend. Ein Stück nach dem anderen, bis das ganze Dach auf diese Art und Weise bedeckt war. Ist nicht schlimm, wenn hier ein wenig Kleber rausquillt. Das Ganze kann ich dann später, und das ist der nächste Schritt, mit Schwarz etwas abdecken. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, so haben wir Struktur. So sieht das Dach dann in seiner Endform aus. In der Mitte dann werde ich noch unten anritzen, das Ganze dann knicken und so sieht es aufgelegt aus. Jetzt haben wir natürlich die einzelnen Bahnen überlappend dargestellt und beim Fest-Teerpappen quillt natürlich auch dieser Teer hinaus. Den deute ich jetzt an nur durch Wasserfarben, die ich hier an den Kanten aufbringe. Das habe ich mehrfach gemacht, also es ist jetzt hier nur der erste Schritt. Was jetzt hier recht dunkel aussieht, das zieht in
das Schmirgelpapier ein und wird dann auch viel, viel schwächer farblich. Deshalb muss man da immer nacharbeiten. So sieht das Ganze nach einer Trockenzeit aus. Hier das Ganze jetzt vorm Tore. Im anschließenden Schritt habe ich das Dach noch ein wenig gealtert. Dazu habe ich Pastellkreiden etwas abgeschabt und hier mit einem recht weiten Pinsel aufgetragen. Das sind verschiedene Farben, so ein Cremos, also etwas beige, auch weiß, also so wie die Bahnen letztendlich altern. Ein wenig schauen auf Bildern, das ist immer anders, also hier kann man auch recht fantasievoll sein. Wer in der DDR zur Schule gegangen ist, dem dürfte das Gedicht John Scheer und Genossen von Erich Weinert 1934 verfasst noch geläufig sein. John Scheer war in der Weimarer Republik KPD-Mitglied, Funktionär und wurde dann nach der Verhaftung Ernst Thälmanns 1933 von der Komintern zum Chef der KPD ernannt. Er leitete den Widerstand der KPD gegen das faschistische Regime. Nachdem er von der Gestapo im November 1933 festgenommen worden war, wurde er nach Verhören am 1. Februar 1934 beim Transport in einen Wald bei Berlin erschossen. In der DDR wurde das Andenken an John Scheer hochgehalten, mehrere Fabriken trugen dann später seinen Namen. Das erwähnte Gedicht von Erich Weinert wurde von Ernst Busch vertont. Ich möchte euch allerdings eine modernere Version verlinken, findet ihr oben auf dem i. Vielleicht hört ihr ja einmal rein. Meine Produktionsgenossenschaft brauchte natürlich auch einen Schornstein und um diesen Schornstein stilecht zu gestalten, habe ich hier ein altes OVO-Modell, ein Stellwerk, abfotografiert, in ein Grafikprogramm bearbeitet und die fertige Datei auf eine Etikettfolie gedruckt. Danach habe ich den Schornstein wieder aus der altbewährten Pappe ausgeschnitten, zusammengeklebt und die Etikettfolie darum geklebt, also eine selbstklebende Folie. Der Schornstein steht direkt neben der eigentlichen Fabrik. Die Kohle wurde auch schon angeliefert. Ihr kennt das vielleicht aus einem vorigen Szenario. Jetzt beginnt der Flug über meine Anlage, über den Güterbahnhof. Das, was ihr im Vordergrund seht, werde ich später auch noch alles mal vorstellen. Aber jetzt geht es erst um die Fabrik. Hier seht ihr den Schornstein, hier seht ihr das Schild obendrauf, die PGH John Scheer und Genossen, Eisenbahnmodellbau. Jetzt noch einmal aus der Vogelflugperspektive. Wir fliegen hier über den Güterbahnhof, über den Güterschuppen, eine NOHAB haben wir gesehen, über das Pflaster und wir befinden uns direkt über der Fabrik. Schornstein von oben, natürlich schön eingerußt, eingeraucht. Jetzt gehen wir den Schornstein hinab. Richtung Heizraum, Kohleberg daneben, also muss noch fleißig geschaufelt werden. Und wenn wir hier sehen, ich habe eine Lampe in das Ganze integriert, habe ich einfach das Dach ein wenig weggeschnitten und das ist eine Original-DDR-Lampe, die ich dort eingebaut habe. Das Ganze sehen wir von etwas weiter weg. Wir haben im Vordergrund die Straße der Besten, vielleicht kennt das jemand auch schon von meinen Instagram-Posts. An der Fassade gefällt mir persönlich sehr gut dieser Effekt der abblätternden weißen Farbe. Das Fabrikgebäude ist noch nicht so alt, dass es ganz grau und grau ist, aber die weiße Farbe blättert eben schon ab und dieser Effekt, der gefällt mir. Das offene Fabriktor habe ich mit einer typischen Farbe angemalt, das ist Acrylfarbe, und habe dann versucht, ein wenig Rosteffekt reinzubringen. Wir haben hier den Eingangsbereich, auch mit der Tür, die Tür etwas aufgemacht. Ich werde später vielleicht noch ein wenig Interieur, ein paar Maschinen einbauen, aber ich bin erstmal froh, dass ich das Ganze jetzt von außen einmal angebracht habe. Wir haben hier an der Seite diesen Prallschutz, Straße der Besten mit Willi, der steht schon davor, ganz stolz, sein Bild ist jetzt auf der Straße der Besten, Bestarbeiter. Ja, diese kleinen Details, die haben mir Freude gemacht, hier zu gestalten, dieser raue Effekt, aber auch die Fensterbänke, die Dachpappe. Das Firmenschild habe ich auf ein Stück Pappe aufgeklebt. Das Ganze habe ich vorher am Computer in Word-Datei zusammengeschrieben, dann ausgedruckt mit einer Etikettfolie und aufgeklebt. Auch das PGH-Zeichen natürlich ganz stilecht und der Name ist natürlich ein kleiner Seitenhieb. John Scheer und Genossen, also wie und Co. im Westen, kleine Spielerei. Kann man lustig finden, muss man aber nicht, aber ich fand es ganz interessant.
Die Fabrik fügt sich ganz gut an in das industrielle Antlitz des Güterbahnhofs, krönt letztendlich hier noch einmal diesen ganzen Arbeitsprozess, der hier abgebildet werden soll. Ich freue mich, dass es so ganz gut geworden ist. Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich freue ich mich wieder über eure Kommentare. Bleibt neugierig, viel Spaß mit eurer Modelleisenbahn und wir sehen uns recht bald wieder. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei!